Herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung mit meinem freundlichen Kollegen Thorsten. Noch bin ich freundlich, ja. Sonst ist es einfach mal so. Offline. In real life. Nein, nein, alles gut. Ja, wir sind wieder bei Herr der Ringe. Tam, tam, tam. Die zwei Türme. Kommt die Minen der Moria. Die Minen von Moria, so. Wer ist das? Erkläre ich, wenn wir es aufbauen. Du weißt es gar nicht. Doch, ich weiß es. Aber okay. Wir kommen gleich. 776 Teile. Hatte ich schon mal aufgebaut, also nicht wundern. Dass er sich überhaupt die Mühe macht, die Dinger wieder auseinanderzunehmen und in die Tütchen zu sortieren, das ist schon Wahnsinn. Und trotzdem nur vier. Ja. Pah, lohnt sich mir gar nicht anzufassen. Cool, ja. Prima. Natürlich auch als Gast da. Tada. Das Profi-Werkzeug. Der seelenlose Stahlboden. Müssen wir uns mal einen Namen anfangen lassen. Profi-Werkzeug. Wow. So. Wie heißt denn das denn? Das ist ein Höhlendroll. Wow. Geht's noch genauer? Höhlendroll. Wie heißt der Ted? Der hat keinen Namen. Müssen wir uns einen ausdenken. Ted. Wie kommt das Ted? Keine Ahnung. Der wird auch mit Kette dann dahin geführt, deswegen hat er ja eine. Das ist, also Lego hat sich gesagt, wir brauchen irgendwas. Und dann haben die mal geguckt, wie Tobias morgens drauf ist. Und dann haben die das einfach übernommen. Vor allem, wenn er lange nicht beim Friseur war, dann sieht das dann bei ihm so. Aber die Zeiten sind ja vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Hat sie die Länge hat, oder? Ja. Echt ein Höhlentroll? Höhlentroll, ja. Oh, gegen den kämpfen wir auch. Ja, ich kann es nicht auch schon noch erwähnen. Langes Zerben. Aber die Skelette finde ich ja toll. Du kannst gerne die Figuren mitbauen. Also das Boromir ist da mit bei, den baue ich gerade. Ja, die haben ja alle Umhänge, weißt du? Alle? Jo. Nee, Gimli hat keinen Umhang. Ja, dann nehme ich den. Gimli! Komm her! Das finde ich auch immer witzig, dass so ein starker Mann so einen Namen hat. So. Ich weiß nicht mal, ob er da das richtige Gesicht kriegt. Aber ich glaube schon. Da muss man aufpassen. Sonst schimpfe ich mit dir, das weißt du. Du schimpfst sowieso immer mit. Grundsätzlich, ja. Grundsätzlich. Was ist eigentlich? Übrigens. Ach so, das ist der Bart. Ja, der Bart. Ich kann schon, was mache ich denn hier? Ah, da ist der Oman. Nicht gesehen. Ich kann sowieso kaum gucken, ne? Echt so ein Phänomen. Ja, aber bei den Zwergen sind ja die Barte. Ja, es ist Statussymbole, ne? Ja, ist das so? Ja, ist so. Oh, gut, dass ich kein Zwerg bin. Ein verstoßener Zwerg hat dann noch kein Bart mehr. Dann bin ich wieder der verstoßene Zwerg. Man weiß es nicht. Ja, richtig. Oh, komm her, du Groll. Ja, da kämpfen ja mehrere mit. Also in der ersten Tüte sind jetzt nur ach, Gimli, ein paar mit. Gimli hustet einmal und ist halt weg. Nee, die kämpfen mit richtig vielen gegen den. Die Skelette sind schon fertig. Auf welcher Seite sind die? Auf deren oder auf deren Seite? Die Skelette sind Skelette. Die leben nicht mehr. Achso, in dem Fall leben sie nicht. Genau. Den Groll hast du ja schon fertig gebaut. Ja, jetzt kommt seine Keule. Die Keule. Ja. Auch ein schöner Pornotitel. Stimmt.
wo wir ein Thema sind, ne? Die Keule. Ey, ich musste vorhin so ein bisschen an Harry Potter denken. Stimmt, ja. Da gibt's ja gibt's auch einen Höhlentroll. Ein Troll, genau. Ja, kein Höhlentroll ist es nicht, aber... Ein Troll. Da willst du ja nicht genauer definieren. Ja, stimmt. Kann die Arme drehen, jo. Ja. Die kann man drehen. So, jetzt kommen wieder die Spitzen dran, damit man die Keule auch gefährlich ist. Warum kämpfen die überhaupt gegen ihn? Der wird ja von den Orks da reingeführt. Von den Höhlentrollen, von den Höhlen-Orks. Warum muss man alles immer gleich umbringen? Vielleicht steht er einfach nur im Weg. Steht nicht im Weg. Der greift die auch an. Mhm. Der arme Troll. Ja, wieso? Der hätte ja auch nicht kämpfen müssen. Der Troll. Naja. Aber der mich nicht kennt. Frisst er nicht, oder was? Du weißt doch nicht, ob sie den Troll fressen. Nee. Tun sie nicht. Die fliehen ja dann weiter. Und von daher. Also jetzt kommt noch dieser. So. Nee. Andersrum. So. Das ist die schöne Keule. Hat was. Den gibt's ihm mal. Gib's ihm! Aha. Lost Coils. Oh nein. Oh doch. Was ihm geben, nicht zuschmeißen. Wenn die Kamera an ist, ist er doch scheu. Ja, noch an die Balance zu finden. Das ist auch der das einzige Set, wo der bei ist. Mhm. Der Höhlentroll. Naja, kann ich auf allen Hochzeiten tanzen. Ja, wenn das Set mir in Minas Tirith kommt, dann kann er ja auch vielleicht nochmal da sein. Wer war, ist es denn angedacht? Ja, in diesen Lego Ideas, da könnt ihr auch gerne mal gucken. Ja, gehen wir da gab es ja 10.000 Stimmen dafür. Ja, das heißt ja. Dass Minas Tirith kommt. Das heißt ja leider erstmal nicht. Ja, aber bis jetzt kam ja alles, was 10.000 Stimmen hatte, da auch ein Set. Die wissen, dass es sich gut verkauft. Das ist ja immer so ein Punkt. Ich meine, wenn du 10.000 Leute hast, die sagen, ich gebe nicht mehr als 20 Euro dafür aus. Ja gut, das ist was anderes. Aber bei solchen Sets sagen ja auch die Fans, ich bin bereit, mehr auszugeben. Ne? Mhm. Ist ja schon bald Merchandising. Ne? Ja, ist es ja auch. Ist das der? Nee, ne? Nee, das ist kein Aufkleber drauf. Kann aber sein, weil die kam, glaube ich, später an die Aufkleber. Ja, dann packe ich immer an eine prägnante Stelle, weil ich nicht weiß, was schlecht geht. Ja, genau. Top. Top, top. Die sind zwar nicht so. Na, doch, falsch. Ja, das ist, weil ich die schon mal aufgebaut hatte, ne? Ja, ist okay, das wissen die Leute ja auch. Ja, haben wir ja erwähnt. Deswegen erwähnen wir es immer, genau. Das ist schon alles richtig und gut, was ich hier mache. Brauchst du keine Angst haben, ich bin gleich fertig. Ja, das ist der Schacht, also der Brunnenschacht, wo... Das ist hey, hier Mary? Nee, wer ist das nochmal? Pippin ist das, der dann an diesen... Skelett spielt, so an den Pfeil und dann stürzt dieses Skelett runter mit den mit der Kette und mit dem Krug und das macht natürlich Höllenlärm, ne? Und dann kommen die Orks, nur deswegen. Sonst wären sie da unbehelligt gewesen, aber nur weil er wieder Blödsinn macht, ja, mussten sie kämpfen. Die reiten sich öfter mal selbst in die Scheiße. Ja, richtig.
So, da kommt jetzt ein angekettetes Skelett hin. Ja. Muss man auch gucken, wie das gebastelt wird. Ja, das musst du einmal so anketten halt. Ne? Was ist nur dran? Das ist das hier. Nee, nee, das wird dazwischen. Also dazwischen ist die Kette. Ach so, das ist. Ah, das ist in sich geschlossen. In sich geschlossen, genau. Alles klar. Hier ist der Griff. Dann kommt der Griff. Deswegen ist auch dieser Mechanismus, wie man eben simuliert, dass er runterfällt. Also gut gemacht. Aber wie passt das jetzt zusammen? Ist da irgendwas zum Einrasten? Habe ich jetzt nicht. Ach so, alles klar. Ja, das sind so Pümpel, die sieht man auch kaum. Ja, dann setzen wir den Skeletor mal dahin, dann kannst du den anketten. Ist das ekelhaft. Ja, das ist eben. Immer noch schon der Brunnen. Ne? Mehr Skelett. Mehr kommt da nicht. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Nein? Doch. Nee, den mache ich. Es ist ja so, ich kann ja auch ein bisschen die Geschichte erzählen. Ja, klar, erzählen. Auf jeden Fall. Die gehen ja erstmal über den Pass von Karadras. Und da tut Saruman eben Blitz einschlagen lassen, damit eben Schnee runterkommt und dass sie da nicht weiterkommen. Ne? Und dann fragt Gandalf, wo sie jetzt lang sollen. Also Frodo entscheidet das dann. Ja. Und dann schlägt Gimli die Minen vor. Genau. Und dann sind sie vor diesem Tor. Und dann sagt eben Gandalf, hier steht, sprich Freund. Mhm, und du kannst eintreten und grübelt stundenlang, was das Lösungswort ist. Ne? Und dann kommt ja dieses Wassermonster und greift die dann auch an. Ne? Und dann kommt ja Frodo dahinter, dass Melon dann das Wort ist, weil Zwergisch Freund Melon heißt. So. Das ist schon eine gute Szene. Dann leuchtet das Tor so und dann geht das auf. Genau, das ist ja eigentlich ein großer Felsen gewesen. Ne? Ja, genau. Und nur im Mondschein leuchtet eben das Tor und diese Schrift dann auch. Daran erinnere ich mich auch. Ja, sehr gut. Doch ein bisschen was ist hängen geblieben. Ne? Ja, und dann kommen sie eben auch rein in dieser Mine und sehen, dass da viele tote Zwerge liegen. Und dann ist Gimli natürlich richtig traurig, weil sein Vetter auch mit bei ist. Mhm. Dann sehen sie auch diesen Raum, wo er dann reinrennt und diesen Sarg, den du gerade aufbaust, sieht. Und dann liegt da Talin, also der Zwergenherrscher von Moria. Du siehst hier zufällig diesen Stein hier, den Zweier, den flachen Zweier. Den Bleistichteimer. Ja, müssen wir klauen. Oh nein. Ja, doch. Oh nein. Oh nein. Ja, das ist das Problem, wenn man ohne Praktikanten denn das aufnehmen wollen. Mit Praktikanten wäre das nie was. Wäre das nie passiert. Ja, wäre es nie was geworden vor allem. So. Nein, hätte sich ja nur ablenken lassen. Ja, hätte ich nicht. Ha. Oh, warte, stopp mal. Kann sein, dass es der hier ist. Der ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher, da, da. Weißt du, ich suche mir hier einen Wolf. Ja, sicher ist der das, klar. Was sonst? Hast du was anderes erwartet? Ja. Jetzt diese kein Fehler gemacht. Ich nix schuld. Ich nix. Ich nix schuld. Aber ich will mich trotzdem meiner Praktikantin vor. Kommt das Skelett da irgendwie rausgesprungen oder so? War hier so ein. Ja, der kann eben so, ne, rausspringen. Macht er das? Nö. Mhm.
Aber es ist ja auch so, der Höhendruck tut da draufschlagen und dann. Deswegen haben sie es dann gemacht. Ne? Also gibt es auch einen Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang. Alles klar. Ich Skelett, du nix. Da ist er übrigens. Nicht wegparken, da kommt noch ein Sargdeckel drauf. Da kommt noch ein Deckel drauf. Ein Sargdeckel. Ein Sargdackel. Deckel. Ich Dackel. Sargdackel. Ein gesagter Dackel. Oh. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Let's mach kaputt. Let's mach kaputt. Was steht hier drauf, weißt du das? Ja, das ist ja zwergisch. Und da steht, also hier steht, hier ruht Thalin, der Herrscher von Moria. Echt, das ist die Originalschrift? Das ist die Originalschrift. Mhm. Ja, originalgetreu. Mhm. Wie Lego so ist, ne? Macht das Wenden vernünftig. Also Lob und Anerkennung, ne? Was hat er da für ein Buch liegen? Ja, das Buch kann ich auch erzählen. Das ist ja so eine Art Logbuch. Das schreiben sie eben. Wir sind eingesperrt und Trommeln, Trommeln. Ne? Da liest ja der Gandalf vor. Coole Sache. Ja, geht ja mal. Ja, das war schon Titel Nummer 1. Sehr interessant. Mit so vielen Leichennachen hast du ja nichts zu tun. Gruselig. Gruselig. Ja, nicht? Nein. Nein. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder bei Türchen Nummer 2. Tada. Tada. Tschüss.